Hallo, liebe Klavierfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live Piano Coaching von Sven Hefliger. Das bin ich, Gründer von Zapiano und Klavierlernen.ch. Heute habe ich wiederum ein Thema für euch vorbereitet. Es geht ausschließlich um Kreativität. Und da habe ich irre viele Gedanken mir dazu gemacht und das ist auch wieder ein interaktiver Austausch. Ihr könnt natürlich Fragen stellen im Chat. Wir streamen gleichzeitig auf Facebook und auch auf YouTube, also respektive auf die Websites zapiano.com und klavierlernen.ch. Und da könnt ihr mir alle Fragen reinschreiben. Ich sehe, da sind schon eine ganze Menge Leute hier. Toll, seid ihr alle da. Es können auch Fragen sein, die jetzt nicht zu diesem Thema passen. Und wenn ich sie beantworten kann, dann beantworte ich sie natürlich. Okay, so. Jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen, was sich hinter den Kulissen so getan hat. Ein paar Infos. Letzten Monat habe ich das Practice Kit veröffentlicht. Ich habe das endlich gelauncht. Das war ein ziemlich großer Kurs am Schluss. Das sind über 80 Videos und das Practice Kit ist das Add-on zum Pianostarter-Kurs. Also wenn ihr den Pianostarter schon habt, das ist der größte, umfassendste, unverständlichste Klavierkurs, wirklich für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Wenn ihr den schon habt, dann könnt ihr jetzt auf den Websites auch das Practice Kit einzeln noch beziehen, wenn ihr das möchtet. Ich habe eigentlich den Pianostarter nochmals verdoppelt. Ich habe einfach mehr Content da reingetan. Ich habe da Lieder reingetan, neue Begleitmuster. Ich habe einfach alles tiefer mit euch dann nochmals angeschaut. Alles, was wir im Pianostarter da schon gelernt haben miteinander, haben wir im Practice Kit dann einfach nochmals vertieft. Und ich habe vor einem Monat eine Aktion gemacht für alle meine Newsletter-Abonnenten. Ihr könnt das Practice Kit und den Pianostarter Lifetime beziehen, also unbegrenzt, da habt ihr das ganze Leben Zugriff auf die Kurse zu einem Sonderpreis. Das waren, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube 547 Euro war das Ganze. Falls ihr jetzt noch Interesse daran habt, das gilt jetzt für alle meine Live-Abonnenten hier, die die Live-Show da sehen, dann könnt ihr mir nochmals eine Mail machen in 24 Stunden und dann könnt ihr von diesem Sonderangebot nochmals Gebrauch machen. Okay, so, jetzt aus. Zapiano ist auch ein Partner von Kawai und mittlerweile ist das so, wenn ihr ein Kawai-Piano zu Hause habt oder euch eins anschaffen möchtet, ein Kawai-Piano, dann ist der Klavier-Einführungskurs da gratis mit drin. Wie ihr zu diesem kommt, das findet ihr auf der Website zapiano.com oder auf kawai.de. So, okay. Ja, und dann habe ich das bereits schon mal angekündigt. Den Pianostarter 2018, den bin ich im Hintergrund schon am Planen. Es gibt ein paar kleine Sachen, die ich da noch updaten möchte. Das wird nicht mehr im Mai sein. Ich habe es eigentlich auf den Mai geplant, dass ich das publizieren kann, weil ich bin da mit irgendwelchen Datenschutzgeschichten da beschäftigt im Moment. Und ich denke, das wird Juni werden. Also Pianostarter 2018 Update kommt im Juni. Am besten registrierst du dich für den Newsletter, falls du da noch nicht drauf bist. Und dann kriegst du da auch noch ein Sonderangebot. Und all diejenigen, die das Lifetime-Abonnement schon gekauft haben für den Pianostarter, die kriegen dann diesen Update natürlich kostenlos. Okay, jetzt meine Frage für euch. Kreativität. Was bedeutet für euch Kreativität? Ihr könnt das einfach reinschreiben in die Chats. Übrigens, der Chat im Facebook betreibt mein Mitarbeiter, das ist der Andreas Bricks. Und er wird mir Fragen von euch da direkt auch weiterleiten. Also falls ich da was übersehen sollte. Ich direkt habe da den YouTube-Chat vor mir. Also was bedeutet Kreativität für euch? Ich werde mal kurz was spielen danach und dann könnt ihr mir sagen, was ihr darüber denkt. So, da sind ein paar Leute da. Super, hä? Okay. Also, was Kreatives, hä? Thank you.
was ich jetzt gespielt habe, das habe ich vorhin kurz vorbereitet, bevor ich live gegangen bin, so etwa 2 Minuten vorher. Und das war etwas aus dem Moment heraus. Ich erkläre es dir im Detail, was ich da gemacht habe. So, aus dem Gefühl rausspielen, sagt die Dina. Persönliche Ideen einbringen, sagt der Peter. Nicht nach vorgegebenem Schema arbeiten, ja, das ist gut. Das, was man bereits im Köcher hat, nehmen und frei nach Lust und Laune hervorholen und einfach spielen. Oh, Norman, das ist aber eine sehr gute Definition. Die könnte von mir sein. Man könnte ja meinen, das heißt ein Schüler von mir. Gell? Du bist Piano Club Mitglied. Eindeutig. Kreativ Verfeinern eines Stücks oder Umwandlung eines Liedes, gefühlvolle Umrandung eines Stücks, sagt die Kerstin. Ist alles gut. Veronika, inspiriert zu spielen nach Gehör und Gefühl, ist auch gut. Manfred, jep, sehe ich auch so wie Norman. Ja, genau. Okay, dann gibt es doch ein Smiley. Genau, also das sind doch meine Schüler, die da drin sind. Die kennen meine Methode auch schon ein bisschen, wie ich das zeige und erkläre. Also es geht darum, um die Zappiano-Methode. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, was hier, ist hier da so ein, ich hoffe, das ist sichtbar hier. Musik besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Elementen. Das ist Harmonik, Melodik und Rhythmik. Das ist immer so. Egal, was du spielst auf dem Klavier, du hast immer diese drei Kernelemente drin. Und das, was alle wollen, ist mit Herz und mit Gefühl Klavier spielen. Nur der Weg dorthin, die meisten verirren sich da ziemlich oder stolpern oder gehen da in eine Sackgasse und finden irgendwann Klavierspielen einfach gar nicht so cool, ist auch gar nicht das, was ich gesucht habe. Und ich gehe ein bisschen einen anderen Weg. Ich habe da so eine ganzheitliche Methode entworfen, das ist die Zappiano-Methode. Und da werde ich immer einzelne Sinneskanäle anschauen mit dir, einzelne kleine Bausteine anschauen, das mache ich in meinen Kursen mit meinen Schülern. Und diese kleinen Bausteine, die schauen wir dann so auf eine einfache Art und Weise ein, dass du sie einfach üben kannst, bis du sie verinnerlicht hast. Wenn du diese verinnerlicht hast, dann kannst du diese locker hervorkramen. Und wenn du es von einem verinnerlicht hast, hast du es auch verstanden. Du hörst es auch gleichzeitig, du kannst es spielen gleichzeitig. Das ist alles hier drin. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du jedes Stück schneller spielen, egal was du spielst. Und das Wesentliche auch, du kannst dein Stück auch variieren und dann wirklich kreativ werden. Und ich zeige dir jetzt ganz den konkreten Unterschied dieser beiden Wege, wie man da so Klavierspielen lernen kann. Mal schauen, was da noch gekommen ist. Hallo Andreas, ja, du bist auch da. Dann lernt man schön, ich kann euch nicht sehen, obwohl habe wohl einen falschen Browser. Ade. Maxi, dann komm aufs Facebook. Geh auf Facebook, du kannst da deine Facebook-App benutzen und dann gibst du zappiano.com ein und dann siehst du diesen Livestream auch auf Facebook. Gell? Okay, diese technischen Sachen, ich kann sie leider nicht ändern. Wir haben das Jahr 2018, es ist immer noch ein bisschen ein Glücksspiel zum Teil. Okay, also jetzt folgendes. Ich habe was Tolles vorbereitet. Was hat Klavierspiel mit Lego zu tun? Yeah, cool. Das ist ein Werk meines Sohnes. Der ist 4 Jahre. Der ist erst gerade 4 geworden. Und der macht schon solche Sachen. Er macht diese nach Anleitung. Das hat mit Klavierspielen zu tun, glaubt's mir. Dann habe ich eine Tochter. Die ist älter, die ist jetzt 7 Jahre alt. Und die hat früher Lego anders gespielt als er. Die hat solche Bausteine genommen, solche kleinen Klötze, und hat diese immer wieder neu zusammengefügt. Also man hat so ausgesehen, also sie kann das besser als ich. Sie hat dann irgendwelche Tierchen da gemacht, Fahrzeuge, Burgen, Türme, Häuser, alles miteinander, mit solchen Klötzen ohne Anleitung. Und der Clou ist, das ist eine Typensache, das ist eine Typenfrage. Das ist nicht besser oder schlechter, es geht nicht um besser oder schlechter im Moment. Mein Sohnemann, der liebt konkrete Anleitungen und dann geht er diese Schritt für Schritt in einem linearen Ablauf durch und kommt dann zu einem Resultat. Meine Tochter ist genau das Gegenteil. Die ist so wie ich. Der gibt man einfach ein paar Klötze, irgendwas, einen Baukasten oder das können auch Farben sein, Malstifte und dann beginnt sie zu zeichnen. Vielfach was Abstraktes, dann wieder etwas Konkretes, dann etwas Abstraktes oder so. Also die ist ultra kreativ. Und jetzt, was ich festgestellt habe, die meisten Erwachsenen, wenn sie beginnen mit dem Klavierspiel,
und sagen sie, ja, ich möchte eigentlich was Kreatives machen für mich. Ich möchte in Ruhe für mich was machen, so nach getaner Arbeit, ein bisschen entspannen, was Kreatives spielen. Und die meisten kaufen sich dann irgendein Buch oder es wird ihnen ein Buch mitgeliefert mit Noten drin und dann muss man ja irgendwie Noten lernen, da gibt es vielleicht eine Notenlern-App und dann werden da Tasten gedrückt und irgendwie kommt da praktisch niemand wirklich ins Musikmachen rein, habe ich festgestellt. Also ich habe jahrelang unterrichtet, ich habe jetzt im Moment mein Unterrichten eingestellt, also ich bin nur noch auf dieser Online-Plattform hier verfügbar, aber ich habe insgesamt habe ich etwa 25 Jahre unterrichtet und ich habe irre viele Erwachsene gesehen und die haben mir eigentlich alles dasselbe erzählt. Also die haben sich dann in so ein Buch gekauft und dann ging es irgendwie so bis Seite 12, 13 und irgendwie haben sie sich das komplett anders vorgestellt, was jetzt passieren sollte. Und sie merken, dass sie ständig über die Tasten stolpern und dann lesen sie da die Noten und so. Und der Rückschluss der meisten Leute ist dann, ich kann nicht Noten lesen. Das ist falsch. Man muss es einfach ganz konkret und gezielt üben. Das ist alles. Wenn man das natürlich kann, ist es ein Vorteil, aber es geht auch anders. Und gerade wenn du ein bisschen kreative Wege suchst, wie du dich am Klavierspiel, am Klavier ein bisschen ausdrücken kannst, dann habe ich jetzt was für dich. Da möchte ich noch ein Buch vorstellen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, diese Piano-Piano-Reihe ist beim Hage Verlag erschienen. Da hat es einfache Stücke drin, also es gibt einfach arrangiert und mittelschwer arrangiert. Das ist von Gerhard Köbel arrangiert. Ich kenne den Menschen nicht, aber der versteht sein Handwerk, er hat das wirklich sehr gut gemacht. Die Sachen sind gut arrangiert, aber, jetzt kommt noch ein bisschen mein Aber. Du musst Noten lesen können. Also wenn du jetzt neu ein Klavier kaufst, ich habe gesehen, vielfach auch wenn man ein Digitalpiano kauft, dann ist dieses Buch hier mit dabei, in einem Set, in einem Bundle oder so. Und wenn du das aufschlägst und sagst, ja, okay, es hat zwar noch eine CD drin, aber das Ganze sieht dann so aus. Für jemanden, der beginnt mit dem Klavierspiel, ist es nicht geeignet. Würde ich nicht empfehlen. Viele suchen dann einen Lehrer auf oder ein Online-Angebot und das Buch, das legen sie dann zuerst mal auf die Seite. Was gut ist, was ich toll finde in diesem Buch, es ist sehr schön arrangiert. Also da gibt es viele, viele Stücke, bekannte Stücke hier drin. Was aus meiner Sicht da fehlt, sind einfach die Akkordbezeichnungen hier. Also die Harmonien, die fehlen da oben. Und sobald man die Harmonien da oben auch noch hätte, dann würde man mehr verstehen, was da eigentlich passiert. Zweiter kleiner Kritikpunkt, wenn man das so aufschlägt, dann muss man es irre nach unten drücken, weil es klappt konstant wieder zu. Aus irgendeinem Grund ist das so produziert und hat keine Ringheftung hier. Okay. Aber eine gute Sache. Also wenn ihr wirklich was einfacher sucht, Notenmaterial, wenn ihr Noten lesen könnt, dann würde ich euch ein solches Buch empfehlen. Da könnt ihr auch das Notenlernen trainieren. Das mache ich übrigens auch. Ich bin nicht so ein großer Notenleser. Okay. So, mal schauen, was da noch kommt. Matthias. Ja, Matthias, der Techniker. Wow, okay. Die Tücken des Chrome-Browsers. Okay. Gut, seid ihr noch alle da? Hoffe ich doch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das zuschauen. Ich bin hier so allein in meinem Filmstudio. Jetzt also, das mit den Lego-Bausteinen habe ich bereits erklärt. Jetzt, was ich empfehlen würde, wenn du kreativ werden möchtest, dass du dir einen Ausschnitt auswählst. Das kann ein Stück sein, das kann eine Akkordfolge sein. Und dann beschränkst du dich auf ganz wenig. Du kannst dir das folgendermaßen vorstellen. Wenn ich ein Stück ab Noten spiele, ihr seht, ich bin Fan von solchen Grafiken und einfach so Metaphern und solche Sachen. Also, wenn du ein Stück nach Noten spielst, dann hast du, je nachdem wie komplex das Stück ist, eine hohe Komplexität. Das Stück hat dann vielleicht auch, weiß nicht, 128 Takte oder 96 Takte oder weiß auch immer, egal wie lange. Das ist ein Werk, ein geschriebenes Werk. Du hast eine hohe Komplexität, aber keine Kreativität. Keine Kreativität darum, weil das Stück, wenn du es ab Noten lernst, so geschrieben ist und es wird genauso gespielt. In der klassischen Musik ist das absolut üblich. Das ist auch diese Musik, diese Art der Musik. Also wenn du jetzt Mozart lernen möchtest, Beethoven und solche Sachen, dann ist das geschriebene Musik und du kommst nicht darum herum, dass du das Notenlesen erlernst. Aber wenn du es kreativ werden möchtest, dann empfehle ich dir genau das Gegenteil zu machen. Du siehst, das Dreieck ist jetzt anders.
Die Kreativität ist jetzt zuvorderst. Sieht man das? Ja. Und die Komplexität habe ich da rausgenommen. Und das mache ich immer. Also wenn ich selber für mich etwas spiele, dann spiele ich etwas Einfaches. Ich nehme zum Beispiel nur zwei Takte. Ich werde dir jetzt nur zwei Takte demonstrieren. Und das Ziel ist, dass du da wirklich ausprobierst. Ausprobierst und rumbadest in der Musik. Das ist etwa so, du kannst dich vermutlich an deine Kindheit erinnern, als man dir Bauklötze gegeben hat, Lego-Bausteine oder sonst irgendwas, Malstifte. Da hast du nicht gefragt, ist das richtig? Da hast du vermutlich keine Anleitung gebraucht für das, sondern du hast ausprobiert und bist automatisch in diesen Flow reingekommen. Da hast du rumgespielt mit dem Material, hast dich gefreut und plötzlich war irgendein Ergebnis da. Du hast gesagt, das ist cool, jetzt machst du was anderes, dann hast du irgendein anderes Ergebnis. Und das ist Kreativität. Du nimmst etwas Einfaches und veränderst das immer wieder. Okay, genug gesprochen. Wir gehen jetzt zur Praxis über. Also, ich nehme jetzt aus der Zapiano-Methode nur Harmonik, drücke Akkorde. Ihr könnt mir auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mir Akkorde im Chat da aufsagen und dann werde ich diese Akkorde spielen. Ist ja interaktiv. Wir haben einfach immer 20 Sekunden Verzögerung. Also, das einfachste Beispiel ist immer C-Dur Grundstellung. Was ich vielfach dann mache, ist ein F zum Beispiel. Ich kann diesen auch in der Grundstellung so spielen. Da habe ich nur das. Super easy. Genau. Und das hier, das ist einfach wichtig, dass du das wirklich drücken kannst. Und wenn du das hier nicht drücken kannst, also wenn du sowas hier nicht machst im Moment, kannst du noch nicht so gut kreativ werden. Also es gibt gewisse Sachen, auch wenn man kreativ Klavier spielt oder frei auch Klavier spielt, die du einfach intus haben musst. Und das wären zum Beispiel die Harmonien, die musst du locker so drücken können. C-Dur-Grundstellung, super einfach. Habe ich den C, E und G und dann, ich kann hier auch eine Umkehrung machen, habe ich C, F und A hier. Das ist mal das Erste. Und was dann die meisten machen, im Moment, ist folgendes. Sie nehmen dann die rechte Hand hinzu. Ich würde mich jetzt nur auf 5 Töne beschränken. Super einfach. Meine Pianostarter-Teilnehmer kennen das bereits. Und dann habe ich hier diese zwei Akkorde. Und was jetzt passiert, was die meisten tun, ist sowas. Nicht so cool, es sollte sich nicht besser anhören. Das ist völlig klar. Ein Element fehlt jetzt, was ich dir vorhin gezeigt habe. Und zwar ist es das Element Rhythmik. Das ist der untere Kreis hier. Rhythmus. Wenn du diesen außen vor lässt, gerade im modernen Klavierspiel, dann wird sich dein Klavierspiel eher so ein bisschen nach Ausprobieren und nach Klimpern anhören. Ist nicht so cool. Würde ich nicht empfehlen. Also wenn du so übst, wie ich das vorhin so gemacht habe, so ein bisschen belanglos, dann geh doch mal nach draußen und lass dich inspirieren von einer schönen Blume oder einem Waldspaziergang oder so. Weil das hier, das führt gar nirgends hin. Überhaupt nicht. Und das ist auch nicht freies Klavierspiel oder kreatives Klavierspiel, so wie ich das benennen würde, sondern das ist wirklich rumklimpern. Also, jetzt, wie kann man das umgehen? Du hast das hier vor dir und dann fügst du die Pulsation hinzu. Ich nenne das Pulsation, vielfach hast du auch den Ausdruck Rhythmus oder Takt schon gehört oder Metrum. Pulsation ist einfach ein bisschen weicher. Da liegt einfach ein Puls darunter. Das ist ein bisschen so, wie wenn du ein Stück spielst oder hörst, du hörst ein Stück und du kannst einfach mitklatschen, so rein nach Gefühl. Das ist eine gefühlsmäßige Sache. Du hörst ein Stück, denkst, das ist cool, bewegst dich dann wieder zu und klatscht damit. Das ist die Pulsation. Und die sollte darunter liegen. Immer, sagen wir zu 95%. Manchmal gibt es auch Sachen, die ich wirklich ganz frei spiele, also Rubato ohne Pulsation. Hört sich manchmal auch gut an, so als Intro. Aber irgendwann sollte es irgendwo mit der Pulsation zusammenkommen. Sonst wird es langweilig. Also wenn ich das jetzt so habe, ich habe jetzt einfach ein Vierviertel genommen. Genau. Yeah. Jetzt merkst du, wenn ich nur schon das spiele, das entfaltet eine Wirkung. Ich spiele zwar nur diese zwei Akkorde, ich mache nur ganze Noten.
habe noch ein bisschen Schlagzeug dazu gemacht, ein bisschen Body Percussion. Brauchst du jetzt nicht zu können. Aber du merkst, sobald das hier so ist, dann entfaltet dein Klavierspiel sofort eine Wirkung. Du brauchst nicht viele Noten und komplexe Sachen zu spielen. Das ist überhaupt nicht nötig. Okay, du kannst auch mitzählen. Das würde ich auch empfehlen. Ich empfehle allen Einsteigern, also dieser Stream hier ist wirklich ein Moment für die Einsteiger. Vielleicht mache ich nächstes Mal beim gleichen Thema nochmals was für Fortgeschrittene. Du kannst auch laut mitzählen. Und wenn du laut mitzählst, dann achte darauf, dass du nur kurz zählst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zähle ganz kurz. Fast ein bisschen roboterhaft, weil wenn du so beginnst zu zählen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ist die Wirkung schon dahin, hast du gemerkt. Hört sich nicht mehr gut an. So, ich gehe mal kurz in den Chat. Grafik ist leichter zu verstehen als Text. Ja, ich probiere immer auch da alle Arten der Informationen zu geben. Also ich habe ja auch Text drin in meinen Klavierkursen, das gehört auch dazu. Aber eine Grafik ist manchmal wirklich cool. Ja, also ich liebe Grafiken und Infografiken, das ist so. Detlef Kölsch, inklusive Facebook schon über 130. 130, weiß ich jetzt nicht, was das genau bedeutet. Was das damit gemeint ist. Andreas? Okay, sonst stellen wir uns die Frage, Andreas. Ich habe es nicht verstanden, Detlef, was du sagen wolltest. Hallo Sven, kurze Frage. Ist der Kurs zum Pianostarter Practice Kit nicht einzeln zu buchen? Doch, das ist. Geh drauf auf, du bist aus der Schweiz, genau, dann geh drauf auf klavierlernen.ch. Unter Registrierung siehst du das Practice Kit, ist da aufgeführt. Auf der Registrierungsseite ist neu jetzt drin und du kannst den Kurs auch einzeln buchen. Du kannst ihn monatlich oder auch Lifetime da buchen. Wichtig ist aber, dass du den Pianostarter zuerst gemacht hast oder dass du Kenntnisse hast, weil ich erkläre im Practice Kit nicht mehr viel, sondern wir gehen da wirklich in die Praxis über und trainieren miteinander die Grundlagen. Okay. Ah, der Manfred hat auch schon geantwortet, ja, ist ja super. Braucht es mich da noch? So, okay. Bei diesem einfachen Begleitpattern habe ich schon coole Melodien im Kopf. Das ist super. Das ist kreativ. Wenn du nur schon das so hörst und hörst mit deinem inneren Ohr Musik, das ist cool. Das ist wirklich cool. Also, ich gehe zurück nochmals. Ich nehme jetzt nur das hier. Du achtest darauf. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. Ich habe das Tempo ein bisschen höher gemacht. Und dann beginnst du mit der rechten Hand zu spielen. Ich habe das jetzt super einfach gemacht. Ich spiele jetzt nur auf die 1 mit beiden Händen. Du gehst jetzt mit der rechten Hand einfach so weit. Du spielst so komplexe Sachen oder einfache Sachen, dass du hier mit der linken Hand die Position beibehalten kannst. Das ist das Wichtigste. Weil sobald du das hier verlässt, das ist ein bisschen wie ein Kartenhaus, fällt alles ineinander zusammen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Das ist ein nicht gutes Beispiel. Also, hör mal hin. Das war wieder ein Klimpern. Das, was darunter liegt, ist immer die Position. Wenn du diese verlässt, dann hört sich alles nicht mehr gut an. Egal wie komplex das du spielst und wie virtuos, was du schon alles kannst. Mach die Sachen so einfach für dich, dass du wirklich die Position beibehalten kannst. Ich mache jetzt nur halbe Noten. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Es hat sich einfach angehört, aber es war jetzt
kein Geklimper mehr ab diesem Zeitpunkt. Dann kannst du doch auf Viertel und Halbe kombinieren. Eins, zwei. Du hast gemerkt, ich habe am Schluss auch eine kleine Pause eingebaut. Du musst dir das so vorstellen, jede Form von Musik besteht immer aus einer Dichte an Noten und dann wieder Pausen. Wenn sie das nicht hat, ist es für dein Ohr oder für die Zuhörer meistens ein bisschen eine Überforderung, wo man dann schnell auch mal ein bisschen abhängt und sagt, oh, das ist ein bisschen irgendwie zu viel, das macht mich nervös. Aber wenn ich eine Melodie habe, ich spiele da was, mache eine Pause und dann spiele ich wieder was, was Einfaches. Dann hat die erste Melodie, die ich gespielt habe, mehr Wirkung. Also die Wirkung einer Melodie wird verstärkt, wenn man Pausen macht. Ich gebe dir jetzt ein super einfaches Beispiel. Begonnen, hier mit der Note G, und als die Melodie dann zum F rüberging auf den nächsten Takt, habe ich eine Pause gemacht und hast gemerkt, es war ab diesem Zeitpunkt schon eine musikalische Aussage. Es war einfach, aber es wird keiner auf die Idee kommen und sagen, man ist ein furchtbares Geklimper, was du da produzierst, sondern es funktioniert, also es macht Sinn. Und dann sind wir da eigentlich schon hier, also hier haben wir jetzt alle drei Elemente miteinander kombiniert und ich spiele jetzt einfach frei drauf los. Also ich habe jetzt keine Notenbeispiele vor mir. Okay, wenn ich da jetzt ein bisschen weitergehe. Liebe Freunde, gell, ihr könnt mir eine Akkordfolge auch sagen oder zwei Akkorde, die ich spielen soll für euch. Können auch vier Akkorde sein, ist mir völlig egal. Ich möchte ja für euch was demonstrieren. Was sagt, Mensch, das wollte ich schon immer wissen. Ist auch ein kleiner Test für mich. Also, jetzt, wenn ich da jetzt weiterfahre mit diesem kreativen Dings, dann werde ich eigentlich beginnen bei einem dieser drei Elemente hier, Harmonik, Melodik oder Rhythmik, beginne ich da rumzuschrauben. Ich verändere nur ein Element. Ich verändere nicht alles gleichzeitig, das wäre eine Überforderung. Aber wenn ich nur ein Element verändere, dann bin ich immer noch in Control. Oder du, wenn du übst, dann sagst du, okay, das ist eine neue Herausforderung. Also wenn das hier keine Herausforderung mehr für dich darstellt, dann beginnst du was zu verändern. Ich habe jetzt rhythmisch schon ein bisschen was gemacht hier. Also was ich empfehlen kann, das ist auch eine Frage, habe ich da gesehen. Kannst du dasselbe Offbeat machen? Ja, klar. Ines, natürlich mache ich das. Wäre das nächste gewesen. Also ich werde jetzt hier im Bereich Rhythmik ein bisschen was ändern. Ich werde hier zum Beispiel, statt dass ich auf die 1 die erste Note spiele, werde ich auf die 1 und spielen. Dann habe ich das. 3, 4, 1 und 2 und 3, 4 und 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3, 4 und 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2. Habe ich wirklich auf den Offbeat gespielt und das gemerkt, jetzt hört das Ganze mega cool an. Obwohl ich mit der linken Hand super einfach, ich habe nur eine ganze oder halbe Note gespielt, weiß jetzt gar nicht mehr. Nur das hier gemacht, aber ich war korrekt zusammen mit der Position. Und dann beginnt es zu klingen. Und da würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt ein Einsteiger bist oder auch schon, wenn du schon länger spielst, wenn das komplett neu für dich ist, dass ich dir erzähle, aber du spielst schon länger Klavier, dann probier das mal aus. Ich habe schon ziemlich viele klassische Pianisten gesehen, die konnten ihre coole, virtuose Sachen spielen, aber hier sowas, keine Chance. Das hat sich dann so angehört. Ein bisschen übertrieben, ist klar.
Aber es war einfach virtuos, aber da war keine Wirkung, kein Gefühl. Und ich habe auch gemerkt, während sie das gespielt haben, sie haben gar keine Vorstellung, also gar keine kreativen Ideen, was man da jetzt überhaupt spielen könnte mit diesen fünf Tönen. Also, ich würde dir empfehlen, dass du lange, lange auf dem bleibst. Wirklich lange. Und spiel immer etwas Neues. Probier wirklich immer mit diesem Material hier was Neues zu spielen. Und ich glaube, ich könnte mich da hinsetzen und, ich weiß nicht, eine Stunde spielen und es würde immer irgendwas Neues da rauskommen. Ich gebe dir ein bisschen Beispiele jetzt noch. Ich gehe jetzt rhythmisch noch ein bisschen weiter da. Ich werde auch Sechzehntelnoten da einbauen. Und hör mir einfach mal zu. Da werde ich das Ganze belassen. Super einfach. Ich werde nur die rechte Hand da ein bisschen, ja, rumspielen und drin baden. Falsche Note drin. So, hast gemerkt, was ich jetzt alles gemacht habe? Ich bin das richtig ins Musikmachen gekommen. Da habe ich auch mal die Augen zugemacht, da wirklich so ein bisschen hingehört. Das fand ich jetzt ganz nett. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, keine Ahnung. Aber du hast gemerkt, ich habe immer wieder neue Ideen aufgegriffen. Ganz unterschiedliche Sachen habe ich da gespielt. Mal ein bisschen mehr Staccato, ein bisschen verträumt. Da war alles drin, habe ich Pausen gemacht. Ich habe synkopierte Sachen gespielt, war so ziemlich viel drin in dieser Hand. Und da habe ich jetzt mich ausschließlich nur auf den Bereich Rhythmik konzentriert. Also die Töne, es waren nur immer dieselben fünf Töne und nur zwei Akkorde. Aber der untere Bereich, da habe ich jetzt wirklich rumgespielt. So, was ich jetzt machen kann, ich gehe noch mal kurz in den Chat da rein. Bei den 32. Noten, wie hört sich da die Position an? Buh, das ist eine Frage. Haha, kannst du so vorstellen. Müsste ich das Tempo sehr langsam machen. Das war jetzt. Etwas so. Also ich bin jetzt kein Wahnsinnsvirtuose. 32. Noten, das spiele ich eben nicht so viel. Aber 16. Noten natürlich schon. Also Kirsten, das war jetzt eine tricky Frage, gell? Hast du mich jetzt richtig getestet? So. Ein tolles Bad, Peter. Ja, ein tolles Bad. Also, badet in der Musik. Wenn ihr in der Musik lernt zu baden, da wirklich drin zu sein, habt ihr alles erreicht. Weil dann sagt ihr, Klavierspiel, das ist wirklich cool. Da kann ich mich ausdrücken, da kann ich kreativ sein. Sollte man beim Improvisieren die Melodie auch schon mal wiederholen, um mehr Struktur reinzubekommen? Das ist eine sehr gute Frage von MD01204. Ja, deinen Vornamen kenne ich jetzt nicht, aber vermutlich bist du Martha oder Markus, weiß ich jetzt nicht. Ja, das empfehle ich. Freispielen bedeutet nicht irgendwie rumzuklimpern, sondern ihr habt gemerkt, als ich das gespielt habe, da habe ich auch die Idee, die musikalische Idee in meinem Gehör drin gehabt, bevor ich sie gespielt habe. Und aus diesem Grund hat es eine bestimmte Wirkung auch erzielt. Also ich wusste schon im Vorhinein, wo es da
durchgehen sollte. Ich habe im Pianostarter habe ich schon Sachen drin über Improvisation, da erkläre ich das schon ein bisschen. Und wenn du tiefer reingehen möchtest in diese Thematik, dann habe ich einen Improvisationskurs, das ist der Piano Improvisations. Und da lernst du diese Sachen von der Pike auf. Aber wenn du jetzt wirklich ein Einsteiger bist, dann empfehle ich dir zunerst den Pianostarterkurs zu buchen. Weil da hast du wirklich da siehst du meine ganzheitliche Methodik, da wirst du wirklich konfrontiert werden sozusagen mit einer völlig neuen Art, das Klavierspiel zu erlernen. Das ist jedenfalls das, was meine Schüler auch sagen. Kannst du spielen? Das hört sich doch auch an wie Klimpern, oder? Nein, überhaupt nicht. Kerstin, hast du was falsch verstanden? Also 32. Noten, wenn ich sowas habe, habe ich... Da habe ich eine Pulsation. Da muss ich das Tempo mega langsam machen. Dann habe ich... Das wären jetzt 32. Noten, wenn ich so die Pulsation gehabt hätte. Aber das ist völlig irrelevant in dem Moment. Also es hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern das sind dann technische Meisterübungen, die in diesem Stadium, Kirsten, du bist eine Schülerin von mir, die überhaupt nicht notwendig sind im Moment. Das kannst du wirklich völlig außen vor lassen. Es genügt, wenn du Achtelnoten spielst und Offbeats lernst zu spielen und zu fühlen. Dann wird sich dein Klavierspiel schon super gut anhören. Und im Piano Starter 2, da kommt dann nächstes Jahr, da werden wir dann die 16. Noten miteinander gezielt anschauen. Ist Kreativität mit Improvisation gleichzusetzen? Ja, das kann man so sagen. Ich würde auch Kreativität gleichsetzen, wenn ich ein bestehendes Stück nehme. Hier habe ich ja kein Stück gehabt, ich habe nur eine Akkordfolge gehabt und das dann immer wieder ein bisschen anders spiele. Das kann ich nachher noch spielen. Bis wann gehört man eigentlich zu den einsteigenden Anfängern? Rahel, das ist eine sehr gute Frage, die kannst nur du für dich beantworten, so wie du dich fühlst. Ich habe auch schon Leute gesehen, die waren noch gar nicht so weit, haben sich aber sehr gut gefühlt. Ich gehöre auch dazu. Das ist unterschiedlich. Ich habe auch Leute gesehen, die waren wirklich schon irre gut und auch sehr selbstkritisch. Das hat sehr viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Was ich definiere jetzt so als Einsteiger ist, dass man C-Dur beherrscht, dass man einfache Arpeggios spielen kann, sowas in dieser Art, dass man einfache Melodien spielen kann in C-Dur, dass man unter und übergreifen kann und das geht dann so bis Achtelnoten und 1-5-8 Arpeggios. Oder auch Begleitungen, sowas in dieser Art. Das würde ich jetzt als Einsteigerniveau bezeichnen. Ja? Also wenn du mit dem Pianostarter durch bist, dann bist du fortgeschrittener Einsteiger, würde ich mal sagen. Okay, so, ich gehe nochmal zurück zum Thema. Jetzt werde ich mal dasselbe nochmals aufgreifen, also nur diese zwei Takte, aber ich werde mit der linken Hand ein bisschen was ändern. Ich konzentriere mich jetzt bewusst auf die linke Hand und da werde ich ein bisschen Sachen vereinfachen. Mal schauen, was da passiert. Sachen verändert. Ein paar Sachen zeige ich auch schon im Pianostarter, wie das wirklich funktioniert, wie das geht wirklich im Detail. Also ich habe jetzt mit der linken Hand nur technisch, rhythmisch ein bisschen was verändert. Da, aber ich habe noch keine anderen Harmonien zum Beispiel genommen. Also ich bin da drin gewesen. Harmonik und Rhythmik haben sich jetzt überschnitten und jetzt war ich in diesem Bereich da und habe da ein bisschen was verändert. Und da geht es auch darum, dass ich möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten auslote. Ich kann auch sowas machen. Musik.
reingekommen. Ich habe jetzt mit der rechten Hand auch ein bisschen was noch zusätzlich gemacht. Aber jetzt habe ich einfach rhythmisch was verändert. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weitergehen möchte, im Bereich Harmonik, dann kann ich auch die Harmonien verändern. Da braucht es ein bisschen Kenntnisse natürlich, wie das Ganze funktioniert. Aber ich könnte dieselben fünf Töne da benutzen und jetzt anstelle von C-Dur und F-Dur ein bisschen was verändern. Dann hört sich das Ganze so an. Jetzt. Das Tempo habe ich beibehalten, den Stil auch ziemlich, habe etwas dasselbe gespielt vom Stil her, aber ich habe die Harmonien A-Moll und D-Moll genommen. Und so merkst du jetzt, wie ich die einzelnen Kreise nehme, die einzelnen drei Elemente und immer was Kleines verändere. Je mehr du darin badest, je mehr Kenntnisse du hast in diesem Bereich, desto mehr kannst du natürlich machen mit diesen ganzen Sachen. Das ist klar. Das ist der Grund, wenn ich sowas spiele, und ich habe das nicht geübt, für die meisten ist das ein Riesenmysterium, wo sie sagen, oh, wo kommen denn all diese ganzen Noten her? Kannst du mir das die Noten aufschreiben? Und sage ich, ja, das kann ich. Du kannst es auch probieren zu reproduzieren. Es wird sich aber nie und nimmer so anhören. Denn das, was ich jetzt spiele, das hat auch viel mit Körpergefühl zu tun, mit Empfinden und Wahrnehmung von Musik. Und das lässt sich in der Notenschrift nur begrenzt so wiedergeben. Also ich habe schon mit einem sehr guten Notenspieler zusammengearbeitet, geht ein bisschen zurück, das war ein Geigenspieler, das war ein klassischer Geigenspieler, ein studierter Geigenspieler und der hat im Orchester gespielt, zweite oder erste Geige, also wirklich ein super Musiker und dem habe ich ein bisschen probiert, das Improvisieren beizubringen, der wollte das auch ein bisschen wissen, der war auch offen für das und er hat das aber auch schnell wieder aufgegeben und gesagt, du, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber weißt du was, du spielst einfach was, ich habe dann was eingespielt mit dem Digital Piano auf eine MIDI-Schnittstelle und habe das dann in Noten ihm gegeben. Ich selber hätte die größte Mühe, das zu lesen danach. Also ich müsste es auch üben. Aber er ging hin und konnte es dann spielen und weil er so ein guter Notenleser war, kam er ganz nah an das Ergebnis heran, so wie ich das gemeint habe oder gespielt habe. Aber das würde ich nicht empfehlen. Also wenn du frei spielen lernen möchtest oder kreativ dich ausdrücken möchtest am Klavier, dann geh nach meiner Zapiano-Methode vor. Nicht übers Notenlesen. Notenlesen ist gut. Ein paar Bausteine habe ich auch drin, zum Beispiel im Improvisationskurs. Da zeige ich natürlich auch diese Bausteine ganz konkret und dann aber sofort die Variation dieser Bausteine. Dann wird es kreativ. So, seid ihr noch da? Lutz Langhans, ich sehe da noch einen Kommentar. Ich sehe im Facebook leider nicht alle Kommentare, gell? Aber der Andreas, der leitet mir sonst die Kommentare weiter. Ich sehe da gerade noch eine Akkordfolge, G, A, Moll, F, C. Das ist die Akkordfolge, ich lasse für dich das Licht an. Das hört sich gut an. Also G, A, Moll. Ich kenne das Stück jetzt nicht. Ich nehme mal einen Viervierteltakt, der darunter liegt. Und wenn ich da jetzt was Freies dazu spielen würde, dann würde ich, um die Sache einfach zu machen, ich gehe mal hin, es ist auch in C-Dur geschrieben. Du kannst im Grunde genommen auch diese fünf Töne nehmen. Du kannst hier zum Beispiel die Akkorde so spielen und dann könntest du sowas spielen. Also es ist jetzt wirklich frei, gell? Weil ich das Stück ja nicht kenne. Aber die Akkordfolge, das könnte ich jetzt so anhören. 1, 2, 3, 4. Freigespielt. Ich habe einfach diese Akkordfolge benutzt. Ich habe hier beim G ein 158er Pitch oder einfach so gedrückt, ohne Terz.
Da nochmals und dann beim F, zweite Umkehrung und C, die Grundstellung. Falls ihr den Pianostarter noch nicht gebucht habt, das erkläre ich alles im Detail da. Wirklich ganz einfach, Schritt für Schritt, dass es jeder versteht. Okay, Lutz Langhans, das war mein Stück für dich. Ja? Christoph Zentner, Boogie Woogie. Ja, ist heute total nicht das Thema. Machen wir ein anderes Mal. Boogie Woogie Fragezeichen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt darauf antworten soll. Gell? Aber Boogie Woogie ist natürlich eine kreative Musik, insofern, dass man immer wieder neue Licks miteinander kombiniert. Vor allem mit der rechten Hand, in der linken Hand bleibt es eher gleich, das Ganze. Okay. Patricia, Sven hat die Frage wohl in der Flut übersehen. Oh, das ist aber nicht gut. Du solltest erst einmal das Stück ohne Metronom lernen. Erst die Finger zusammenbekommen, dann die Position üben und wenn du glaubst, das Stück zu beherrschen, dann kannst du das mit einem Metronom überprüfen. Früher wurde es zu Überforderung neigen. Ah, das ist der Andreas, der das beantwortet hat. Ja, super. Das würde ich jetzt genauso beantworten, Andreas. Ist super, alles klar. Mal schauen, ich schaue nochmals im. Da kommen ein paar Fragen. Rahel, wie oft empfiehlst du solche Improvisationen zu spielen? Jede Woche? Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt auf dein Ziel drauf an. Wenn du sagst, du möchtest nur, in Anführungszeichen, Stücke reproduzieren, dass das dein Ziel ist, dass du nur das machen möchtest, dann machst du nur das. Wenn du sagst, dass du nur kreativ spielen möchtest, würde ich zwar nicht empfehlen, nur diese Art zu spielen. In dieser Art, da kannst du das einbauen. Also es kommt ganz darauf an, wie fest, dass dir das liegt. Ich werde irgendwann in den nächsten Wochen noch einen Livestream machen, wie man eine wirklich effiziente Übungssession machen kann im Klavier, wo alles auch drin ist. Also nach meiner Zapiano-Methode. Ich würde dir so empfehlen, rein aus dem Schiff heraus, ohne dass ich dich jetzt kenne, Rahel, geh doch einfach hin und sagst dir, 10 Minuten konzentriere ich mich mal nur auf das hier und danach spielst du irgendein Stück, das dir gefällt. Also kommt ganz auf dich drauf an. Okay? Mir fällt es leicht, eine gleichbleibende Begleitung zu spielen, egal ob Akkorde oder Arpeggios. Da muss ich nicht mehr denken, aber beim Variieren schon. Wie übe ich das am besten? Das ist eine gute Frage. Jenny, du übst es einfach so, dass du immer in Control bleibst. Also wenn ich das jetzt übe, ich mache das jetzt mal für dich. Ich nehme dieselbe Akkordfolge nochmals, C und F. Und ich switche jetzt eigentlich immer hin und her, mach's mal so. Ich spiele immer zwei Takte, oder vier Takte. Vier Takte konzentriere ich mich auf diese Hand und vier Takte auf diese Hand. Zuerst war es da ein bisschen virtuoser, da war auch mehr Bewegung drin und dann da. Also du kannst dich nicht auf beide Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das ist das, was in der gängigen Piano-Literatur oder Pädagogik vielfach außen vor gelassen wird. Ich weiß auch nicht ganz warum. Du musst dir immer vorstellen, dass du dich immer nur auf eine Hand konzentrieren kannst. Du kannst nicht beide Hände gleichzeitig frei variieren. Das ist schlichtweg unmöglich. Aber bei vielen Leuten sieht es so aus, als ob sie das machen. Dann wechselt der Verstand irre schnell hin und her. Dann macht er nur noch so. Bei mir vermutlich auch, wenn ich so richtig drin bin, in Fahrt bin, dann kann ich nicht mehr sagen, ob ich mich auf die linke Hand konzentriere oder auf die rechte. Wenn du es aber übst, dann konzentrierst du dich einmal hier und einmal hier. Wichtig ist, dass die Position wirklich dass du dich darauf achtest, dass diese wirklich immer gleich bleibt. Im Practice Kit zeigst du die Akkordfolge von Let It Be. Ja, das ist so. Ich will die Melodie dazu spielen, einfach nach Gehör geht's. Aber wie zähle ich das, damit die Position korrekt ist? Das führt jetzt ein bisschen weit. Ich kann das jetzt nicht genauso erörtern hier.
Ich glaube, du möchtest mitzählen und gleichzeitig Melodie spielen. Das ist ein hoher Anspruch. Jenny, was ich dir empfehle, ist, dass du das ja machst. Pulsation spüren und lernen. Du kennst das schon aus dem Pianostarter. Dann hast du das. Eins, zwei, drei. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Und das machst du so lange, bis es wirklich drin ist. Und wenn das drin ist, dann machst du die Begleitung so einfach, keine komplizierte Sache, und dann spielst du die Melodie dazu. Aber es ist nicht das Thema im Moment jetzt hier. Gell? Aber so einfach als Tipp. Aber Jenny, du weißt, ein Video wäre es. Du kannst mir auch ein Video schicken, wenn du es nicht in den Facebook-Gruppen teilen möchtest. In der Kürze werde ich das noch publizieren für euch. Ihr könnt mir wirklich Videos zusenden. Du kannst im Moment einen Service benutzen, wie transfer.com. Wir, transfer.com. Und du kannst mir auch ein Video von dir schicken. Da, wo du stehst, und dann kann ich dir besser einen Tipp geben. Gell? Weil wenn ich das nur so sehe in dieser Frage, weiß ich nicht ganz genau, ob ich das auch wirklich so richtig beantwortet habe. Mir geht es gleich, Jenny. Ja, Luca, sendet mir Videos, Freunde. Am besten in die Facebook-Gruppe. Da, weil immer, wenn ich ein Video sehe von euch, dann weiß ich in nur 10 Sekunden, was der nächste Schritt ist. Meistens schon nach 5 Sekunden. Ja? Feedback, Lutz fand es richtig cool. Das ist schön, gut. Das ist super auf diesem Livestream zur Übungssession. Ich freue mich schon, das brauche ich dringend. Dina, ja gut, super. Okay, ich schicke dir ein Video. Super, Jenny. Alles klar. So, eine Akkordfolge. Habt ihr mir nochmals eine Akkordfolge? Soll ich noch was spielen? Romy, ja, das ist schön, dass du da schreibst. Toll. Alles klar. Okay, Andreas, falls noch irgendwas ist aus dem Facebook-Stream, dann kannst du mir das noch in den YouTube-Channel da reintun, in den Chat, weil ich sehe beim Facebook-Stream immer noch einen Teil. Ich sehe da nicht alles, was da vor sich geht. Okay, ich gebe euch noch ein vollkommen anderes Beispiel. Ich habe das jetzt genau definiert hier, was ich da gemacht habe, also mit diesen zwei Akkorden. Und du kannst auch völlig alles nochmals außen vor lassen. Lass alles nochmals weg. Komme ich gleich dazu. Okay. Lass alles nochmals weg. Und dann gehst du von einem Motiv aus. Ein Motiv in der rechten Hand. Das kann zum Beispiel sowas sein. Das hört sich hier toll an. Ich habe das zu Beginn einmal gespielt vorhin. Am besten hört sich eine Quinte an, das ist am einfachsten. Und dann hat er solche Sounds wie von Jan Tiersten, Ludovico Einaudi und all diesen Komponisten, die wirklich so schöne Sachen spielen, so Stimmungsmusik machen. Und jetzt machst du irgendwas mit der linken Hand. Hör mal hin. Stimmungsmusik spielt, in dieser Art, dann ist es nicht so wichtig, dass ihr die Position wirklich beibehält. Weil ich habe jetzt ein bisschen was geschoben, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten gegangen. Ich habe es nicht ein bisschen schneller, ein bisschen lauter, auch ein bisschen leiser. Da höre ich schon Melodien. Das war jetzt auch frei. Ich habe das nicht geübt vorhin, ich habe nur ein bisschen sowas gemacht. Und habe ich jetzt sofort eine Melodie schon gehört, wie es da weitergehen könnte. Ist doch cool. Klavierspielen ist doch cool. Also, sowas in dieser Art. Und da könnt ihr auch ein bisschen weitergehen. Ihr könnt da wirklich ein bisschen mit der linken Hand Harmonien erforschen, ohne dass ihr das versteht. Natürlich habe ich auch einen Background von der Harmonielehre her. Ich weiß, was ein bisschen zusammenpasst. Aber vielfach lasse ich mich da auch überraschen, wenn ich sowas mache. Oh.
Also nehmt ihr ein Motiv mit der rechten Hand, das können nur zwei Töne sein. Und dann probiert aus mit der linken Hand und werdet super kreativ und baut aus diesen Klötzchen ein Riesenschloss, was auch immer. Okay, ich schaue euch noch da rein. A-Moll und E-Moll ist noch gewünscht, also Akkordfolge, ja, mache ich gleich. Du spielst auch mit ganz viel Dynamik, das muss man erstmal hinkommen. Ja, das ist so. Das erfordert ein bisschen Spieltechnik. Also was ich jetzt gemacht habe, das erfordert ein bisschen technisches Können. Das ist definitiv so. Das kann ich nicht abstreiten. So, A-Moll und E-Moll. Ja, okay, machen wir mal. Da würde ich jetzt ein bisschen ein langsames Tempo wählen. Ich wähle jetzt hier auch nur die Töne A bis E. Also ich mache es hier auch einfach. Nichts Kompliziertes. Ich werde nur diese fünf Töne des ersten Akkordes. Nur das hier. Und dann gehe ich auf den E-Moll. Also. Traurige Sache. Ich hoffe, du konntest da was rausnehmen. Ich habe einfach begonnen und dann habe ich begonnen, ein bisschen mehr rumzuspielen. Auch hier. Unlimitiert. Musik ist unlimitiert. Unlimitierte Kreativität. Es gibt keine Grenzen. Du kannst da so lange rumspielen, wie du möchtest und immer wieder neue Sachen kreieren. Je mehr du entdeckst, desto mehr Spaß wirst du haben am Klavierspielen. Ute fragt, können dann Akkordfolgen beliebig zusammengestellt werden? Ja, kann, muss aber nicht. Ich würde da was Einfaches nehmen, was du schon kennst. Also in einem Stück können das zum Beispiel zwei oder vier Akkorde sein. Ich hatte eine Störung. Oh, dann wird es Zeit aufzuhören. Wir sind eh schon eine Stunde da. Also mein Regisseur hat sich noch nicht gemeldet. Habe ich was verpasst? Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe, du hast nichts verpasst, Kirsti. So, ich schaue nochmals kurz in den Facebook-Stream, sonst werde ich die Sache dann beenden. Ja, geht nicht auf. Ja, okay. Ruth Schöpfer, ja. Also, liebe Freunde, ich glaube, das war's für heute. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, werde ich das beenden. Ich denke, ich werde in zwei Wochen wieder einen Livestream machen. Der wöchentliche Rhythmus, der ist ein bisschen hochgegriffen. Aber ich habe gemäß den Umfragen auch festgestellt, dass ihr 14-täglich, dass ihr das ja toll findet. Hä? Okay, falls ihr noch irgendein Thema habt für einen Livestream, ich werde demnächst wieder eine Umfrage machen, dann könnt ihr mir ein Thema liefern. Ich sammle immer diverse Themen. Wir hören dir so gerne zu, das ist aber schön. Ich habe eine Liste an Themen da vorbereitet für euch, wo ich denke, dass es euch interessiert. Ich habe das auch gesehen in den Facebook-Gruppen auch, dass das von Interesse sein könnte, falls ich was verpasst habe oder falls ihr sagt, Mensch, zeig doch da mal was dazu, dann ja, schreibt mir einfach, schreibt mir auf Facebook. Ihr könnt über die Website, über das Kontaktformular mir schreiben
und ich werde das in meine Planung dann aufnehmen. Okay, tja, das war's für heute. Es war sehr inspirierend. Noch ein bisschen. Hm? Bye bye, eine gute Nacht.